Jetzt durch Twitch wird es, glaube ich, deutlich mehr werden. Was kostet die Sammlung? Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe mal in einem Video. Ich habe mal irgendwann über den Daumen gepeilt gerechnet. Das ist aber auch alles, das ist mit allen möglichen Figuren und recht hoher Betrag. Also das aber hat sich über Jahre gesammelt. Ich habe leider nichts mehr aus der Kindheit. Ich hätte gerne noch Super Nintendo, Nintendo und so behalten. Nichts mehr aus der Kindheit, aber ja, ich glaube auf YouTube habe ich es gesagt, oder? Habe ich nicht eine Summe benannt? Es ist höher, als ich dachte, um ehrlich zu sein. Apropos Geld. Wie viel Geld habe ich eigentlich hier im Game? 340. Kann ich mir eigentlich noch so ein paar Bonbons hier holen, ne? Wir holen uns ja immer zu Anfang ein paar Bonbons hier. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob Kirby auch einen Bonbon dazu bekommt. Aber auf jeden Fall Figürchen. Wir haben letztes Mal die Serien 2 Figürchen freigeschaltet. Hast du die auch alle gesammelt, Mathis? Weil da muss ja auch eine Menge Kohle haben, ne? Ihr könnt ja mal schätzen, was das alles ist. Also das sind ja hier mehrere Schränke. Und hier in der Mitte ist ganz viel Lego, darüber auch. Und ja, auch ganz viele Modelle noch und so weiter. Collectors Editions sind hier im Schrank. Hier sind auch Collectors Editions dabei. Und die Switches und die Mini und die Controller und die Plüschis und alles Mögliche. Und natürlich die ganzen Spiele und die ganzen Amiibos und so weiter und so fort. Könnt ihr einfach mal qualifiziert schätzen, was ihr denkt, was das kosten könnte. Ich war wirklich geschockt, um ehrlich zu sein. Aber wie gesagt, über Jahre gesammelt halt, ne? Oh, wie kannst du denn cheaten? Das würde mich mal interessieren. Macht auf jeden Fall Spaß, da die Figürchen rauszuholen, sagen wir es mal so. Das Mikrofon hier zurechtschieben. So. Und letztes Mal haben wir noch dieses Kochspiel gespielt, was ich sehr lustig fand. Ich weiß übrigens nicht wieder, wo die Achterbahn ist. Wenn wir die alle nochmal die Achterbahn sehen möchten, das hatte ich ja letztes Mal noch gefragt, dann weiß ich jetzt, wo sie ist, weil ich das neulich nochmal im anderen Video gesehen habe. Mehr als 10.000 Euro. Ich wäre auch so wie bei 10.000, 15.000 gewesen. Ja, die Automaten sind gut, ne? Das Dumme ist, ich muss mein Geld eigentlich für die Waffen aufbewahren, aber... Es sind Automaten, wo quasi Amiibos drin sind. Kirby-Amiibos, also Schatz, was erwartest du von mir? Und übrigens so Sachen wie Amiibos schlagen tatsächlich hart in die Summe ein, ne? Ja, vielleicht können wir das Kochspiel hier nochmal machen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Overcooked-mäßig. Ich habe Overcooked nicht wirklich gespielt. Aber, wir machen jetzt mal den rasanten Job. Muss ich da jetzt Auto fahren, oder... Also Kirby arbeitet im Wesentlichen dann bei McDonald's. Ach nee, ich kann ein Autotorte mit... Okay, ich habe 3 Objekte, die ich vergeben muss. Genau, und Kirby muss servieren und das wird auch immer schlimmer, je mehr Gäste da sind. Noch lassen sich ja Zeit hier. Das soll das Auto sein, okay. Das Spiel finde ich eigentlich ganz nice, zumal man hier ganz gute Belohnung bekommt auch. Mathis, du kannst mir mal sagen, wie man cheaten kann für die... Wo ist passiert jetzt? Essenszeit. Oh Gott, jetzt kommen die ganzen Leute hier an. Jetzt müssen wir schneller werden. Nein! Oh, jetzt sind sie alle sauer. Das hatte ich auch noch nicht. Oh Mann, jetzt brauchen noch nicht alle gehen, nur weil einer was Falsches bekommen hat. Wenn einer die falsche Pommes oder die falsche Soße bekommt, geht ihr dann gleich, oder? Das machen wir nochmal. 22.000 wird wärmer. Wer interessiert sich noch dafür? Wer hat vielleicht auch noch Lust zu sagen, ob er denkt zu wissen, was die Sammlung gekostet hat? Also ich habe übrigens auch meine Hardware mitberechnet, also was ich hier an Technik halt habe, ne? Weil das ist ja auch letzten Endes der Studiowert. Das habe ich übrigens tatsächlich berechnet für eine Versicherung. Also jetzt nicht irgendwie, um zu prahlen oder so. Das liegt mir fern, aber das ist für eine Versicherung natürlich umso interessanter. Jetzt ist gleich wieder Essenszeit. Dann sind wir ein hier. Man darf hier keine bösen Finger haben bei dem Spiel. So, zack, jetzt kommen wir in die alle gleich böse sind. Ganz fies, wenn ich immer nach von außen nach innen muss.
Wir wollen alle die neue Torte haben hier. Naja, das war ja ganz okay, glaube ich. Jetzt war keiner sauer. 28.500 ist nah dran. Also wir liegen irgendwie im 30.000er Bereich. Ich weiß den genauen Betrag nicht mehr. Aber mit allem Schnick und Schnack. Ja. Aber wie gesagt, über Jahre und die ganzen Collectors Editions und weiß ich nicht was. Und die ganze Technik, die man für den ganzen Kram hier braucht. Oh. So. Gut, aber dann würde ich sagen, wir machen mal weiter. Ich gucke jetzt mal eben, ob wir noch irgendeine Waffe hier skillen können. Ich finde es total geil, dass ich bei Kirby Waffen skillen kann. 1200 und 3 Sterne. Ja, mir fehlt es hier akut an Geld. Ich glaube, ich das immer alles in die Automaten stecke. Das ist hart. Ja. Kommt drauf an, ich weiß nicht, wie viele Jahre es sind, um ehrlich zu sein. Aber wenn man Sammler ist, ich glaube, das ist für einen Sammler auch gar nicht mehr viel, um ehrlich zu sein. Wenn ich mal so schaue, das NES-Kommando, das hat ja ein Full-Set NES-Games. Und ich glaube, das wird den Rahmen beileibe sprengen. Und da, also richtige Sammler, die auch kontinuierlich sammeln und die ganzen alten Stücke und so. Und da wird das ganz anders aussehen. Aber da hätte ich, glaube ich, zu viel Furcht drum. Weil die Sachen sind ja nicht wieder beschaffbar, ne? Wozu? Was? Die Sammlung? Ein Sammler zu fragen, wofür er sammelt, ist immer so ein bisschen problematisch. Immer schwer zu beantworten. Brauchst einen super Job? Naja, also wie gesagt, ich habe das ja ursprünglich mir nicht fest vorgenommen, sondern es ist immer mal das gewesen, was man sich so überlegt hat, was man gerne haben möchte. Was man vielleicht auch für den Kanal braucht. Oh, jetzt bin ich schlaf, Kirby. Das ist ja toll. Was kann ich, wenn ich schläfrig bin? Einschlafen. Ja. Das war ja super. Jetzt kann ich hier Eis machen. Das ist ja auch was. Und Kirby fährt so schön Schlittschuh über. Jetzt sind wir in der U-Bahn-Station. Das ist ja geil. Ich mag die Kulissen bei Kirby ja sehr gerne. Wie gefiel dir denn Kirby, Mattes? Und ich weiß immer noch nicht, wozu du wozu fragst. Ja, wir sind hier in der Eiswelt, in der Welt 5, wie man sieht. Und das letzte Mal waren wir nicht in der Eiswelt. Oh, ich brauche hier. So. Da waren wir auf dem Jahrmarkt und da kann man ganz toll Achterbahn fahren. Das hatte ich versprochen, euch nochmal zu zeigen. Das würde ich vielleicht gerne nachholen wollen, wenn das geht. Das Schlittschuhfahren ist echt mega charmant hier. Du, ich bin neu auf Twitch. Ich folge keinen Trends. Und das dauert eine Weile, ne? Bis man mehr Zuschauer hat. Ich bin froh, dass überhaupt jemand da ist. Also es gibt ja ganz, ganz viele, die zu Anfang ganz lang, ganz alleine streamen. Und ja. Das ist auch nicht auf Gewinn ausgelegt, um ehrlich zu sein. Denn das ist hier tatsächlich Spaß und Freude. Da habe ich, wie gesagt, keine größeren Ambitionen. Oh, bin ich jetzt eingefroren im Wasser? Und das habe ich mir auch nicht geholt, um es zu investieren, sondern das habe ich mir geholt aus Freude am Sammeln und an den Spielen. Und jetzt natürlich auch für YouTube und so weiter. Ja, das ist ja wie eine Selbstständigkeit, sowas baut man sich auf. Aber wie gesagt, Twitch ist da tatsächlich auch der Fun-Faktor. Da freue ich mich natürlich trotzdem, wenn das mir irgendwann klappt und ich viel Zuspruch habe und viele Zuschauer vor allen Dingen, weil das dann auch umso mehr Spaß macht. Ja. Aber für den Anfang bin ich, glaube ich, mehr als zufrieden, dass tatsächlich 5 Leute zuschauen, bin ganz ehrlich. Und auch ganz viele jetzt schon, also viele ist übertrieben, aber ein paar schon, die zu mir gekommen sind, ohne dass sie mich vorher kannten. Ne? Natürlich auch mal viele Freunde und Arbeitskollegen, die dann wissen möchten, was man so hier zaubert. Und wenn du Werbung machst, freue ich mich auf jeden Fall. Ja, ich freue mich natürlich sehr, wenn das hier irgendwie mehr wird. Gerade weil volle Bude mehr Spaß macht. Ganz einfach. Aber da bin ich noch nicht so.
dass ich irgendwelche Ziele verfolgen würde. Das habe ich erstmal als Ziel, Affiliate zu werden. Ich finde ja dieses Twitch-System, was tatsächlich Achievements hat, wie Trophies auf der PlayStation, das finde ich schon mal ganz geil irgendwie. Die PC muss man erstmal erwischen, ne? Wer hat denn hier die Nägel wieder nicht eingehämmert? Unfassbar. Danke auf jeden Fall, Mathis, für die gute Unterstützung. Da freue ich mich sehr drüber. Definitiv. Support ist kein Mord und so, ne? Was fandst du ziemlich low? Das habe ich auch nicht verstanden gerade. Bei low muss ich immer an den Soundtrack von Need for Speed Underground denken. Low, 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 low. Ich sag ja, ich muss das mal wieder spielen. Seitdem ich hier streame, habe ich irgendwie Need for Speed Underground im Kopf. Das Spiel, das die jüngeren Menschen wahrscheinlich nicht mehr kennen. Man schmeißt nicht mit Hammern auf andere Leute, ist ja unfassbar. Ich glaube, die Franzi, die hat es auch nicht wieder reingeschafft. Da scheint das Internet irgendwie aufgegeben zu haben, so traurig das ist. Riesige Hammer ist schon ein bisschen geil, ne? Was war deine Lieblingswaffe, Mathis? Ich glaube, meine ist nach wie vor Feuer. Aber der Hammer, je größer er wird, desto mehr Freude macht er mir tatsächlich. Du zockst Diablo und du machst Werbung bei den Kumpels. Das finde ich schön. Viel Spaß bei Diablo. Diablo 3? Oder welches Diablo spielst du? Wahrscheinlich, ne? Auf welchem System? Computer? Switch? PS? Gibt's ja alles. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auch für den Kanal, so eine Sammlung hier zu haben, ne? Das ist natürlich, lässt sich sehen, ne? Auf jeden Fall viel Spaß beim Diablo-Zocken, auch ein sehr geliebtes Spiel von mir. Nein! Habe ich kürzlich auch mit dem Einhorn Nefeld gespielt, weil sie es für sich entdeckt hat. Ja, ich finde, Diablo kann man immer spielen. Ich habe es auf der Switch noch nie gespielt, vorher am Computer. Und deswegen läuft das. Man ist ja, ich war vorher Blizzard-Fan, vorher gerne und viel untergegangen in Eiswasser, die WoW gespielt. Und da ist natürlich Diablo nicht fern, sage ich jetzt mal, ne? Wie komme ich jetzt da drauf? Ah, ich habe eine Idee, wie ich da drauf komme. So, guck mal da drauf. Ich glaube aber, da muss ich größere Sprünge machen. Nein! Ach nein, jetzt ist meine Fähigkeit da oben und ich werde zerquetscht. Der Pro. Ach, jetzt aber. Ja, 3D gucken ist so eine Sache bei mir. Diablo 3 auf PC, cool. Habe ich auch mehr als zu Genüge gespielt, sagen wir es mal so. Und auf der Switch dann auch nochmal. Von daher, großartige Sache. Kannst du gerne drin bleiben, selbst wenn du es nebenbei laufen lassen möchtest. Dann freue ich mich, wenn du auch stummer Zuschauer bist. Außerdem ist Diablo mit der Kirby-Musik bestimmt total cool. Ist ja cool. Ah, okay. Dann warte ich mal hier einfach. Sind sonst noch jemand da eigentlich außer Mathis? 6 Leute zähle ich hier auf meinem Counter. Ja, hier oben auch, ja. Das ist lustig, manchmal sind die Counter auch ein bisschen unterschiedlich. Das finde ich immer ganz amüsant. Wenn hier irgendwie 3 steht, da 4 und da 6. Aber ich glaube, das eine oder andere braucht manchmal ein bisschen länger. Ich mag ja tatsächlich die Ideen wieder sehr hier bei Kirby.
Die haben tatsächlich mit den Features, die sie haben, sich schöne Sachen ausgedacht. Zum Beispiel das Eiswasser. Und wenn ich dann die falsche Taste drücke, ist das doof. Ein Spiel ist zweimal abgestürzt. Oh, okay. Wie ist das geschehen? Internet-Connection-mäßig oder wie? Weil ich streame ja tatsächlich auf einem sehr, also mit sehr geringer Geschwindigkeit. 6 Mbit sind fest eingestellt. Als Downstream und als Upstream, glaube ich, 2,5. Genau. Und da dürfte das eigentlich das Gesamtnetzwerk gar nicht so belasten. Ich habe den zweiten Zug nicht gefunden und eine der Dinge gar nicht und zwei Waddle-Dees nicht gesehen. Das ist ja lustig. Ich bin da meiner Meinung, ich suche da gut, aber gut. Ja, tut mir leid, Schatz, dass ein Spiel abgestürzt ist. Ärgerlich. Ich hoffe, das klappt jetzt wieder. Jetzt kommen wieder die Rifts, die machen mir tatsächlich ja auch echt viel Spaß. Ich glaube, wir fahren jetzt gleich nochmal Achterbahn. Ich fliege jetzt mal zurück. Ich habe auch total Bock, nochmal Achterbahn zu fahren. Das war nämlich tatsächlich in dem allerersten Level. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre später gewesen. Hier bei dem Eingang. Da kommt tatsächlich, wir kommen in Pandaria, Wundaria. Genau, Spitze der Rakete, das ist das nämlich. Da wird tatsächlich alles geholt, ne? Natürlich ganz toll, ich das Level nochmal spielen. Aber egal, das war richtig gut. Ich glaube, die Entchen habe ich nicht alle gefunden. Du, Fuchsi, hier, zack. So, erste Ente. Ich glaube, die habe ich letztes Mal nicht gesehen, die kleine Ente. Hier ist bestimmt auch noch ein Entchen irgendwo. Hier doch nicht. Da ist die Entenmama. Da ist Popcorn. Da ist eine verirrte Ente. Außerdem passen Entchen super zu Kirby, finde ich. Hast du schon gesehen, Schatz, dass ich hier Entchen sammeln muss und die der Mama zurückbringen muss? Da oben ist ein Entchen. Ich hab geklopft hier. Jetzt sind es 5 Entchen. Ja, das hat sich gelohnt, das Level nochmal neu zu starten. Mag ich auch bei Mario, wenn ich da irgendwie was heißt, Häschen einsammle oder so. Schäfchen sammelt man ja auch bei Odyssee ein. Passend zu dem, was Pia gesagt hat. Aber ich glaube, Pia habe ich wirklich verschreckt hier mit meinem Pokémon-Kommentar. Naja, das ist zwar schade, aber kann man dann auch nicht ändern. Jeder muss das spielen, worauf er Spaß hat. Und es gibt auch viele Spiele, wo die einige nicht gut finden, die ich spiele. Bin ja auch nicht böse drum. Jeder hat seinen eigenen Geschmack, ne? Oder gab es auch technische Schwierigkeiten? Das kann natürlich auch sein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es an meinem Kommentar lag. Gut ist natürlich, hier kann ich auch ein bisschen Geld sammeln. Das ist ja auch nicht verkehrt. Denn wir wissen ja alle, ich bin jung und brauche das Geld. Schön, hier im Kreis skatet. Autsch. Die Animation dazu ist so schön. Was war da noch? Achso, das war eigentlich mal ein Waddle Dee. Jetzt ist eine Münze und die schaffe ich jetzt auch nicht mehr. Gut, lassen wir das. Großes Skill habe ich heute Abend nicht mehr, glaube ich. Ist nämlich schlimmer, nur eine rote Münze, das vertrage ich. Die Model D habe ich ja zum Glück schon.
glaube, da war ich auch schon. Aber man kann ja nie wissen. Ich gehe da mal sicherheitshalber trotzdem rein. Da könnte nämlich auch die Achterbahn drin sein. Ich bin fast davon überzeugt, dass sie da drin ist. Ich habe übrigens mal die Intention, die Leute zu grüßen, die online kommen. Ja, guck mal, die Leute stehen hier schon an. Und da ist sie. So, ich werde das jetzt natürlich auch dann für die Nachwelt festhalten. Das ist nämlich für mich bisher die geilste Szene aus Kirby und das Vergessene Land. Und zwar die Achterbahn. Von daher, herzlich willkommen zu diesem Videoclip über Kirby beim Achterbahnfahren. Die bisher coolste Szene für mich. Vielleicht kommt noch was. Kirby frisst natürlich die Rakete und dann geht das los mit dem schönsten Ausblick hier über das Spiel bisher. Dabei kann man so ein bisschen Skylanders oder Crash Bandicoot mäßig Münzen sammeln und natürlich auch Hürden ausweichen. Ich finde auch, dass dieses Achterbahn-Feeling hier mega gut getroffen ist. Wäre dann müde zu erwähnen, dass die Twitch-Streams weiterhin verfügbar bleiben, 14 Tage lang und dann auf YouTube. Ich hab das Ding wieder verpasst, aber ich hab's zum Glück schon. Autsch. Das Verlangsamen ist eigentlich gar nicht verkehrt. Oh, das war ja... Oh, na, die rote Hände mit. Nein! Ah, das geht besser. War zu schön, was machen wir nochmal? Das Lustige ist, man muss wissen, wenn man das nochmal macht, dann sind die Sachen, die man gesammelt hat, wieder passé. Also dieser ganze Abschnitt, wie man sieht, auch die Fuchsis, die sich hier anstellen. Der Platzwart hier ist auch geil, wie er da wartet. Das ist alles passé und man muss das halt dann nochmal spielen. Kann man da so ein bisschen üben, das ist eigentlich überall, wo solche Herausforderungen sind. Da kann man das dann einfach nochmal machen. Weil es schön war. Schön, dass ich jetzt weiß, wo das ist, weil ich glaube, das ist so eine Stelle, die ich hinterher damit auch die Welt immer wieder bereisen kann, immer mal wieder zeigen würde. Die anderen Ideen sind auch toll, aber die Achterbahn macht einfach mega Spaß, ne? So, jetzt versuchen wir mal zu konzentrieren hier und nicht so viel zu labern. 3D sehen wir auch toll. So, jetzt aber. Hier den Tunnel, das drinnen finde ich auch mega cool. Ah, sieht schon mal besser aus. Was professionell. Autsch. Das ist nicht so schlimm. Das ist einmal mehr als einmal zu wenig. Ah ja, der Waddle Dee, der ganz schön fies ist, wenn man den verpasst. Ja, die Achterbahn ist nicht toll. Cut. Jetzt spiele ich das Level natürlich auch zu Ende, weil dann kriegen wir das alles auch. Und ich glaube, ich habe es jetzt auch vervollständigt mit den fünf Entchen. Ente. Kennen wir es noch? So geht's auch. Also ich merke gerade, es lohnt sich immer, ein Level nochmal zu spielen, allein wegen des Geldes. Hey, der lohnt sich gewesen, wie großen Hasen hätte essen können. Der übrigens grafisch ziemlich cool aussieht, der Hase, muss man ja mal sagen. Ich mag ja generell diese strukturierten Oberflächen, die auch bei Mario eingeführt sind, wo es sein Jeans-Blaumann so gut aussieht. Hammer behalten wir, ne? Der Hammer ist cool. Hab ich das schon mal gesehen? Bin mir sicher, dass es nicht so ist. Den Waddle Dee habe ich auch schon, okay. Och, hier stehen sie auch Schlange, um sich ein Eis zu holen. Ne, Popcorn wollen sich holen, okay. Leider ist der Laden zu, aber vielleicht kriege ich trotzdem noch Popcorn. Ja, eine Tüte Popcorn ist noch für mich da. Wusste ich tatsächlich nicht mehr, aber ich habe mir das gedacht bei dem leuchtenden Punkt.
Xerolax 3 ist dein Follower geworden. Vielen lieben Dank. Kommst du jetzt von der Werbung von Mattes oder wie läuft das? Herzlich willkommen auf jeden Fall. Freue ich mich sehr drüber. Da ich ja noch auf dem Weg zum Affiliate bin, kann ich jeden Follower ganz gut gebrauchen. Und freue mich natürlich auch, wenn die Leute kommen und wir ein bisschen quatschen können. Ja. Würde mich freuen, wenn du gleich mal vielleicht ein, zwei Sätze schreiben würdest. Wie du zu mir gefunden hast. Ja, und wir spielen Kirby in Welt 5 eigentlich. Wir sind hier aber nochmal in Welt, ich glaube 2 war das. 2 oder 3. Weil wir nochmal Achterbahn fahren wollten und ich Trinkgeld brauche. Man kennt es. Man will Achterbahn fahren und braucht Geld. Schatz, kennst du doch auch, oder? Deswegen spielen wir das hier nochmal. Auch so eine schöne Welt, glaube ich, haben wir noch nicht alle gesehen. Kann nicht schaden. Endboss hier. Zack. Was gibt's hier zu holen? Ah, da gibt's wieder Wasser. Nein, nein, ich will nicht. Lass mich. Ich weiß nicht so genau, wofür ich es brauche, aber der fette Hase da hinten, der kann es bestimmt gebrauchen. Wir können das Ding kaputt machen, das ist auch cool. Und kriegen Geld dafür. Na bitte. Der Dachse. Warum jetzt hier die Pfosten wachsen, wenn man darauf spuckt, weiß ich zwar nicht, aber irgendwer wird sich dabei was gedacht haben. Ich glaube, hier fehlt noch irgendwas. Moment. Ich hole manchmal Wasser. Ist jetzt ungefährlich geworden. Ich bin übrigens ein bisschen enttäuscht, dass das Wasserlevel vom Kirby mehr ein Bohrinsel-Level war. Das finde ich ein bisschen schade. Habe ich da mal mehr drunter erhofft. Ja. Der Xerolax 3 hat noch nicht geschrieben. Schade. Ich freue mich ja immer, die Leutchen ein bisschen kennenzulernen, die hier so sich verirren. Aktuell kann man, glaube ich, nur von Verirren sprechen. Aber aus Verirrung kann ja auch große Freundschaft erwachsen. Ne, Schatz? So. Gut, hier komme ich ja mit Wasser gar nicht hoch, aber da vorne ist wieder Wasser. Okay. Tu gerade so, dass ich das Level noch nie gespielt habe, aber es kommt mir auch tatsächlich nicht mehr so bekannt vor. Okay, den Waddle Dee habe ich sogar auch schon mal gefangen. Alles klar. Dann passt's ja. Was war hier oben noch? Irgendwas Schönes wahrscheinlich? Ah, das Ende des Levels, ja. Ist es nicht ein schönes Level? Vielleicht wahrscheinlich mein Lieblingslevel, würde ich behaupten. So, jetzt genieß den Ausblick von der Spitze der Rakete. Das habe ich nicht geschafft, ne? Aber ich weiß doch gar nicht, die Spitze der Rakete ist ja letzten Endes die Achterbahn wahrscheinlich. Und da kann ich ja nicht halten. Die verehrten Entchen haben wir gerettet, die verwelkten Blumen haben wir zum Blühen gebracht, einen Abschnitt abgeschlossen und alle Waddle-Dees gerettet. Ist ja nochmal interessant. Leider ist der Mattes jetzt nicht mehr da. Der hätte mir vielleicht sagen können, was die Spitze der Rakete ist, denn der hat ja 100% gemacht, sagt er. Aber der Vater ja muss ja jetzt Diablo spielen. Ja, gut.
Das war der Jahrmarkt zum Revisiting sozusagen. Findet ihr im ersten Kirby-Stream, wo Welt 2 dran steht auf jeden Fall. Kommt nächste Woche wahrscheinlich auch auf YouTube online. Aber wir sind jetzt hier in der Winterwelt. Da haben wir uns niedergelassen. Und da haben wir das Level gemacht. Den ersten Rift haben wir auch schon gemacht. Der Rift ist auch schon fertig und die Welt hier ist fertig, ne? U-Bahnhof auf Eis, ja, das haben wir schon gespielt. Das wäre dann der nächste Rift, den wir spielen können. Ohne die Spezialpower Bleistift-Bohrer kannst du die Straße der Schätze nicht betreten. Besuchen den Waffenladen. Nö, wir spielen erstmal das nächste Level. Dann müssen wir mal schauen, wo wir die Fähigkeit herbekommen. Hier ist stürmisch. Das merkt auch der kleine Igel. Zack. Das ist ganz cool, dass hier so ein bisschen Physik noch mit reinkommt. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal vorher bei Kirby hatten, so wirklich. Also vielleicht bei den moderneren Spielen, die ich jetzt nicht gespielt habe. Vor allen Dingen für den DS und so. Hat er sich wegblasen lassen, der Bulle. Schade. Dabei dachte ich eigentlich, der ist eventuell schwer genug, dass er nichts widerfährt. Nein, was machst du denn, Kirby? Okay, ich komme nicht zurück. Ich wollte ihn eigentlich hier töten, aber doch, jetzt geht das. Okay, zurück komme ich nicht. Ich habe nicht das Gefühl, ich konnte da eventuell was machen, aber... Dann muss ich leider mich damit zufrieden geben, dass ich nicht zurückkomme. Was vielleicht ein bisschen der Trick an dem Level ist, ne? Dass ich mir das gut über... Oh, jetzt esse ich einfach ein Rohr. Yeah! Bullen kegeln! Und da ist Kirby ein bisschen platt. Interessant. Und den ersten Waddle Dee gleich an Bord geholt. Mega. Jetzt bin ich hier auch so ein Rolli. Und gehe wieder unter. Irgendwie ist das hier nicht meins mit der Rollerei. Oh, den Bullen kann ich nicht überrollen. Na gut, okay. Das macht ja auch irgendwie so ein bisschen Sinn. Ich glaube, das ist wieder so ein Spiel. Da bin ich auf alle Leute neidisch, die das Spiel das allererste Mal spielen. Denn das Erlebnis in diesem Spiel ist halt wirklich toll, ne? Das muss man einfach mal sagen. Ah, okay, jetzt habe ich hier so einen Pusterring und jetzt kann ich gleich das Boot da unten fahren. Das hatte ich schon gesehen gerade. Den Welten vorbrechen, wo noch nie zuvor ein Kirby gewesen ist. Gesehen worden ist. Okay, dann. Kann ich euch keine Impfung. Oh, boah, habe ich eine Kraft mit dem Boot. Kleines Holzboot, kleiner Knubbel, aber Kraft ohne Ende hier alles umzuhauen. Aber Spaß macht es ja schon, ne? Muss ich hier anlegen oder kann ich hier noch was reißen vorher? Okay, ja, da vorne ist ein... Jetzt ist die Frage, was ist hier dazwischen steht? Der hier oder der andere? Ist auch schön, dass ich auch die größten Viecher hier umblasen kann. So, Ring, du wartest hoffentlich auf mich, sonst komme ich nicht zurück. Da fällt mir ein, ich habe was vergessen. Ich wollte euch noch die Stream-Couch einblenden. Die ist jetzt oben zu sehen, da. Wenn ihr also mit mir quatschen wollt, kommt bitte ins Discord. Da ist immer ein warmer Platz auf dem Stream-Sofa, auf der Stream-Couch frei. Jetzt geht es mit dem Stern weiter, okay. Gab es eine Waffe eigentlich in dem Store, die ich nicht geholt habe? Kann das wirklich sein? Habe ich gerade nicht im Sinn.
Warum ist der Chat heute eigentlich so leise? Ich habe mittlerweile mitbekommen, dass Franzi tatsächlich das Internet verlassen hat. Die kommt später nochmal wieder. Andi und Mattes wollten selber zocken. Die sind nur still dabei. Ich glaube, das Internet bei dir jetzt wieder, Schatz. Oh, hier unten ist ja auch ein Waddle Dee. Das haben wir ja gar nicht gesehen. Der vierte. Ich habe zwei übersehen. Okay. Ja, da muss ich irgendwas grundlegend verpasst haben, wenn ich zwei übersehen habe. So, und hier vorne war aber auch noch was. Da habe ich auch noch was verpasst. Das ist natürlich hier gegen den Wind ein bisschen fies. Auf jeden Fall ein sehr ruhiger Abend hier in Twitch. Bisschen schade, ich quatsche mit euch immer so gerne. Ah, okay. Das hätte mich hier zu den Waddle Dee geführt. In Ordnung. Oh, der Shinespark ist online. Aber leider nicht hier im Stream. Autsch. Der ist auch mein lustiger Gesell. Der spielt ein Spiel, was ich überhaupt nicht kenne. Drachenfeuer-Blaupause ist aber nicht das Bleistift-Ding. Ich wundere mich tatsächlich immer noch, ob ich irgendeine Fähigkeit übersehen habe in dem Store, weil eigentlich kaufe ich ja mal alles, weil so viel Geld ist ja tatsächlich mindestens da. Nein! Oh nein. Ach, das ist fies. Ja, so ist natürlich schwer, die Items zu sammeln. Da muss man ja sehr auf Obacht sein, sag ich jetzt mal. Ein bisschen schade, aber ich sag mal so, die Welten sind ja alle schön. Ich kann mir vorstellen, dass ich tatsächlich hinterher, wenn wir so weit durch sind, nochmal einen Run mache und nochmal versuche, die Rätsel hier zu finden. Denn das erscheint mir hier schon sehr spaßig, tatsächlich alles zu sammeln. Da habe ich jetzt einen Haufen Waddle Dees übersehen. Das ist schon das Ende des Levels. Schade. Und auch ein Versteck gar nicht gefunden. Drei Mahlzeiten auf hoher See genießen. Okay, da fehlt mir noch eine Mahlzeit. Und eine windgeschützte Höhle finden. In dem Level können wir noch feilen, würde ich sagen. Habe ich auch Lust drauf. Macht mir schon ein bisschen Spaß hier. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Waddle Dee Stadt kurz zurück und gucken mal, ob wir hier das Bleistiftding finden, weil ich mache ja diese... Das Frostböenmeer war das. Ich mache hier diese Rifts schon sehr gerne. Was ist denn hier vorne eigentlich, so ein verlassenes Haus? Ja, wir gehen mal zurück in die Waddle Dee Stadt und schauen mal wegen der Blaupause. Die Spezialpower Feuer kann nun weiterentwickelt werden. Okay. Die ich per Zufall trage. 109 Waddle Dees haben wir schon gerettet. Das ist ganz schön krass. Die Spezialpower Schlaf. Ich habe nicht so ganz verstanden, wofür die Spezialpower Schlaf so ist. Drachenfeuer Blaupause. Genau. Das ist das, was ich gefunden habe. Aber die Bleistiftgeschichte irgendwie wüsste ich jetzt gerade nicht. Wir gucken mal. Was ist das denn hier? So viele Arten der Spezialpower. Welche magst du am liebsten? Das ist Schwertspitze, nicht Bleistiftspitze. Das ist Tunnelgräber, glaube ich. Die haben wir alle schon. Nee. Das ist Schwertpower? Nee, nicht. Frage ich mich, wo ich die vergessen habe. Das ist der Boomerang, okay. Oh, das
Das können wir entwickeln, cool. Feuer mag ich ja sehr gerne, ist ja bis jetzt meine Lieblingsspezialpower. Weil die eigentlich immer ganz gut zieht. Geht mir aber auch bei Horizon so. Feuer ist, glaube ich, generell eine gute Waffe. Drachenfeuer. Oh, sieht ja süß aus mit seinem Drachenhand als Helm und den Drachenflügeln. Geil ist auch, ich muss jetzt erst den Jingle zu Ende hören. Das sieht gut aus. Entschuldigung, ich wollte den Laden nicht in Brand setzen. Das wollte ich nur alles am Mr. Samstag auslassen. Gut, läuft. Tja, dann gibt's wohl erstmal diesen speziellen Rift nicht. Aber gut. Ich schätze, das Einhorn-Nilpferd wird wieder in Lost Ark in irgendeinem Abgrund stecken. Wenn übrigens jemand auf YouTube zuschaut, übermorgen kommt ein neues YouTube-Video. Normalerweise im Freitagstream morgen, aber übermorgen kommt ein neues YouTube-Video. Da geht es um Lego Mario, Luigi's Mansion, das erste Set mit dem Schreck weg. Luigi's Mansion auch ein großartiges Spiel, was ich nur jemals herzlegen kann. Das gibt es jetzt aus Lego. Und das schauen wir uns auf jeden Fall mal an in dem Video. Da lohnt sich eventuell für den einen oder anderen, der interessiert ist, einschalten. Edler Entdeckerprüfung. Okay, das ist jetzt hier wieder Schießen, ne? Wir dürfen ein bisschen Schießen üben. Ich finde es ja ganz schön, dass es ja alles so ein bisschen Tutorial-mäßig ist. Habe ich vorgestern, glaube ich, schon gesagt. Weil das eine oder andere wirklich in den Levels dann auch hilft. Und dann gibt es eine Belohnung auch noch, weil das hier als Herausforderung gilt. Da ich ja auch nicht der größte 3D-Fan bin, im Sinne von 3D-Gucken fällt mir schwer. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber mir fällt schwer zu erkennen, wo die Figuren sind. Sind noch nicht fertig. Okay, wäre auch zu leicht gewesen. Das ist ja ganz schön fies hier. Schon eine kleine Herausforderung. Aber die werden natürlich für den Kugel nicht getroffen, das ist ja klar. Interessante Herausforderungen, also sind ja auch immer grundunterschiedlich, ne? Einhorn-Nilpferd, kannst du mal ein Lebenszeichen von dir geben? Weil ich bin schon längst offline und ich merke es gar nicht. Das wäre schade, weil ich denke, dass wir alle das Spiel weitersehen wollen. Und auf den letzten Stand laden wird, glaube ich, schwierig. So, das nächste Rift kriegen wir auch noch serviert. Triple Strike, Achtung Eiswasser. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mir so einen Spaß machen. Ich hätte eher gedacht, das ist mehr so ein Dehnungsfaktor hier im Spiel, um das Spiel ein bisschen weiter auszudehnen, aber... Nee. Scheint mir nicht so. Ach ne, nicht dieses Eiswasser hier. Da schwebe ich jetzt aber jetzt rüber. Ach, das sollte ich lernen. Okay, alles klar. Wenn ich B gedrückt halte und mich nach vorne bewege. Abgrund, alles klar. Habe ich mir schon was gedacht. Aber schön, dass ich zu hören bin und der Stream noch läuft, dann ist ja alles gut. Boah, treffen müssen wir noch können. Also. Wundert mich ja, dass Kirby keine Motion Control hat. Bis jetzt zumindest nicht.
Aber das, was mit dem Controller gemacht wird, ist auch schon ziemlich cool. Dafür, dass es eben nicht mit dem Motion Controller arbeitet. Ich mag das nicht, wenn Kirby im Eiswasser untergeht. Jetzt warten wir mal, bis die hochkommen und dann probieren wir es nochmal. Noch wieder hier drin. Ah, bitte. Okay. Unsere Eiskill auch erhöht. Ich hoffe, es geht jetzt besser, immer wenn die PS5 an ist, kein Internet. Okay. Aber du kannst ja an der PS5 auch theoretisch das Internet ausschalten, ne? Ist sie per LAN angeschlossen, per WLAN? Es wird bald alles besser werden. Wenn die neue Leitung da ist, Franzi, dann hast du mit sowas überhaupt kein Thema mehr. Was hast du denn eigentlich bestellt? Wie viel Leistung? Ja, für alle, die es nicht wissen, Franzi wartet auf ihren Hochleistungs-DSL-Anschluss. Da baut die Telekom gerade aus und wir hoffen alle, dass sie dann endlich streamen kann. Dann werden wir nämlich vielleicht auch mal einen Mario Kart 8 Community Stream machen oder andere witzige Spiele zusammen spielen. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn das dann klappt. Und ich bin gespannt, was für Spiele du so aus Aircores. Nee, aber das ist ja das Problem bei der PlayStation oder bei Sony schon immer gewesen, auch bei der PS4. Wenn du in irgendein Menü reingehst, also wenn das Menü online ist, lädt ja schon mal automatisch ganz viele Connections hoch, ganz viele Funktionen werden aus dem Internet geladen, damit dir dann auch eben Dinge angezeigt werden können, aus dem Store zum Beispiel und so. Und bei der PS4 war nämlich das große Problem, du konntest gar nicht schnell genug in die Freundesliste rein, weil egal, auf welchen Menüpunkt du gegangen bist, die Inhalte der Menüpunkte hat er erstmal vollständig übers Internet geladen. Und das hat das ganze Menü verzögert. Das ist bei der PS5 jetzt scheinbar nicht mehr so, dass es sich so verzögert. Aber der lädt trotzdem erstmal die ganzen Internetmenü, also die Menüpunkte aus dem Internet. Und das ist halt mega anstrengend. Von daher, solange die mit dem Internet verbunden ist, zieht die sich irgendwelche Daten. Und das ist das grundlegende Problem dabei. Musst du wahrscheinlich dann abschalten, wenn du was anderes machen willst. Ja, ich würde mich freuen, wenn das klappt bei dir. Dann, ja. Gerade sind die Leute irgendwie nicht so redselig. Das schockt mich natürlich. Oh, das ist ein toller Blick hier. Wow. Da bin ich mal dankbar, dass es hier auf dem großen Fernseher läuft. Sehr, sehr schade, auf kleinem Bild zu sehen. Das spielt übrigens sehr viel, dieses Intro-Bild, und dann geht es erst in das eigentliche Level. Finde ich auch trotzdem schön, weil es dadurch auch ein bisschen künstlerischen Aspekt hat. Ich glaube, wir sind auch gleich mit der Eiswelt dann durch. Das ist dann jetzt hier der... vorletzte Level schon. Aha, Feuer hinter mir. Damit hast du nicht kommen sehen, ne? Das Drachenfeuer habe ich gerade geupgradet. Ah, das Riesenschwert lassen wir mal da. Drachenfeuer finde ich ganz schön. Und Kirby sieht auch mega niedlich mit seinem Drachenfeuer aus. Zeige ich dir gleich mal. Er hat nämlich so eine Drachenkralle quasi als Helm. Und dahinter so ein paar Drachenflügel. Finde ich sehr schön. Als Nintendo-Kind kennt man sowas nicht. Nee, Online-Funktion ist als Nintendo-Kind eher unbekannt. Das klappt eher so mittelmäßig. Ich habe vorhin schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. WarioWare Get It Together. Habe ich bisher noch keinen Grund gefunden, das zu holen. Aber ich glaube, das ist auch ein gutes Online-Spiel. Und da hätte ich tatsächlich ein bisschen Lust drauf, wenn man das zusammenspielen kann, community-mäßig auch zu spielen. Einige Leute haben sich das ja geholt. Ja, ich eben noch nicht, weil ich da noch nicht so den großen Bezug zu hatte. Aber wäre nebst Mario Party vielleicht eine schöne Sache. Ja, Mario Party hat ja letztes Mal auch nicht so gut geklappt. Ja, aber es ist ja tatsächlich auch von Sony keine... nein, nicht wieder Eiswasser, nein. Es ist ja von Sony keine Stärke, dass... Also es ist ja totaler Quatsch vom Betriebssystem her, dass alle Menüpunkte geladen werden, ne? Jetzt kommen nochmal alle Gegner, die ich jemals hatte. Hör auf, mich mit dem Hammer zu behaupten. Ich meine, ich mache das ja auch, aber... Das Drachenfeuer ist übrigens übelst wirksam. Aua, 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 aua. Auf mich drauf hüpfen ist übrigens auch übelst wirksam. Krass. Also Skill lohnt sich auch beim Kirby. Hier ist bestimmt was drin.
Ja, ein Loch. Oh, da kann ich den Hammer für gebrauchen. Okay. Jetzt ist kein Hammer mehr da, ne? Bin ich ein Noob. Meine Auswahl, Kirby als erstes Projekt zu spielen. Fantastisch. Also das Schöne ist halt, ne, es läuft ja nicht auf Zeit. Mario wird ja noch auf Zeit laufen zum Beispiel. Dadurch kann ich einfach mal stehen bleiben und mit euch labern. Dann geht das Spiel... Oh Mann, Kirby. Ich mag das Eiswasser nicht. Ist es halt nicht so schwer, ne? Es ist sehr quietschebunt und macht dahingehend sehr viel Spaß. Und ich will da unten den Waddle Dee haben. Ich denke, es war genau die richtige Wahl. Deswegen weiß ich auch nicht genau, ob ich jetzt danach direkt Assassin's Creed baller. Lass es sein. Ich brauche nur Waddle Dee. Yay. Ich kann nach oben fliegen, wieder der vierte. Mhm. Ja, aber gut, durch die Fähigkeit nicht einsammeln, durch die mal irgendwie für irgendwas brauche, dann. Von daher, ich finde es schön. Gefällt dir das auch, dass ich das genommen habe? Also ich finde es halt ein sehr schönes erstes Streamspiel. Und ich glaube, ich würde es auch so ein bisschen nach dem, dass man auch mit den Leuten noch sprechen kann währenddessen. Da so ein bisschen so bewerten halt, ne? Aua. Ihr seid ja fiese Möps hier. Lass mich. Er hat mich gefangen. Nein. Hab ich mich ein bisschen zu sehr auf das Drachenfeuer verlassen hier, wa? Ein bisschen Movement braucht man hier auch noch. Den ersten haben wir. Der zweite, der ist auch schon am... Warum ist das hier eine Endboss-Sequenz? Das ist ja mega fies. Und das war's auch. Es war einfach nur die Brücke der Endbosse. Okay. Das ist immer nicht andauernd vorlesen muss. Ja, das stimmt allerdings. Das heißt, du würdest dann entweder ein Spiel mit Sprachausgabe bevorzugen oder... wie ist es denn bei Assassin's Creed 2? Ist das Sprachausgabe? Das ist ja noch ein altes Spiel, ne? Deswegen... Das stimmt. Ja, ich meine, man kann auch mal ein Spiel spielen, was intensiver auch von der Story ist. Ich würde Life is Strange, wenn das als Remaster rauskommt, auch sehr gerne tatsächlich spielen. Die vier Gesucht-Poster habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott. Ich glaube, wir können die später nochmal richtig sammeln. Ja, ich glaube, das kann man mal machen, wenn das so ein Spiel ist, was dann auch alle interessiert. Aber ja, Kirby ist, glaube ich, das gute Mittelmaß daraus. Deswegen Jump'n'Runs eignen sich halt hervorragend für sowas, ne? Ja, das waren nicht viele Waddle Dees, das weiß ich schon. Die Schlacht auf der Blizzard-Brücke. 23 dürfen wir aber geschafft haben, oder? Kommt gleich wieder so ein Endboss-Ding. Ach, dann machen wir erstmal nochmal hier das nächste Rift. Und Kirby ist auch sehr abwechslungsreich, ne? Du hast ja hier so diese Rifts, die mal recht rasant sind, auch mal ein bisschen abenteuerlich sind hier. Dann hast du hier verschiedene Fähigkeiten, die zum Einsatz kommen. Es ist per se, wie gesagt, schon sehr bunt und ja, bietet oder hat sehr viel schon von sich aus zu bieten. Ich glaube, so tristere Spiele eignen sich da nicht so, ne? Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass PlayStation-Spiele nur unter Umständen sich eignen, weil die ja alle immer recht ernst sind und und so. Ich könnte mir Uncharted allerdings vorstellen, wenn das so ein, also ich, Kumpel von mir, der ist, hat auch gesagt, dass er Uncharted als nächstes vielleicht spielen möchte, und der hat mir gesagt, dass Uncharted wohl sehr auch so ein bisschen wie Life is Strange ist, dass sehr viele Videosequenzen halt da sind und Entscheidungen und so weiter und nicht nur, aber eben auch, und wenn das so ein bisschen abenteuerlich ist und dann tatsächlich auch so viele Videosequenzen zulässt, das macht bestimmt auch Spaß. Hat ja bei Branner mit Guardians of the Galaxy auch ganz gut geklappt, ne? Weißt du schon, was dein erstes Streamspiel wird? Sollte das jetzt wirklich nächsten Monat klappen? Würdest du dann direkt loslegen? Und wenn ja, was wäre dein Spiel? Das würde mich sehr interessieren. Übrigens, bist du auch herzlich eingeladen auf der Streamcouch. Die ist oben zu finden, Franzi. Dann können wir auch ein bisschen quatschen. Es sei denn, es schlafen schon wieder alle um dich herum, dann natürlich nicht. Der Bleistiftbohrer. Den habe ich nirgendwo gefunden. Nirgendwo.
Das ist mega fies. Oh Gott, jetzt kann ich nur zum Endgegner. Aber wir machen vorher was. Was wir mal noch in der Endgegnerwelt machen, glaube ich. Folgende Spiele für den ersten Stream: Kirby, Spyro oder Schlümpfe. Ja. Ich glaube, der Punkt, warum Kirby nicht so eine gute Idee ist für den ersten Stream, ist, dass extrem viele Twitcher Kirby spielen. Das ist mir erstmal egal, weil ich glaube, so konkurrenzfähig bin ich am Anfang sowieso nicht. So schätze ich das einfach mal ein. Deswegen dachte ich, kann ich mir den Kirby mal erlauben. Aber ich glaube, das macht Sinn. Also, die Twitch-Regel sagt ja, man sollte ein Spiel spielen, was vielleicht in irgendeiner Form Seltenheitswert hat, was man gerne bei demjenigen gucken möchte, dass das Spiel ein Argument ist. Man sollte eine Zeit wählen, wo nicht eine Konkurrenz online ist. Und genau, beides mache ich nicht. Weiß nicht, wirst du dich danach richten oder wird es auch in erster Linie Fun für dich werden? Du hast dich gerade ins Bett gelegt, kommst auf die Couch, wenn du fit bist. Ja, die Couch ist immer da für jeden, der Lust hat, mit mir zu quatschen. Und solange wir hier quatschen, ist ja alles gut. Um dieses Tor zu durchbrechen, benötigst du die Hilfe weiterer Waddle-Dees. Wie viel habe ich denn? Woran sehe ich das denn? 20 habe ich von 23. Nein! Ernsthaft? Ernsthaft? Ich kriege jetzt hier ein Level-Gate. Wo fehlen mir denn welche? Da kann ich zwei noch rausholen. Bei der Brücke wahrscheinlich, ne? Wo ich jetzt gerade war. Ich fliege mal ganz zurück. Wie viel haben wir hier? Da haben wir 3 von 4. Da kann ich nur noch einen finden. Und einen suchen ist ein bisschen fies, glaube ich. Da kann ich noch 2 finden. Ja, kommt. Wir machen das mal. 2 Geheimwege und auf 2 Züge klettern. Das versuchen wir nochmal. Das Level war an sich ganz schön. Auch wenn es ein bisschen düster und schlechtes Wetter ist. Aber passt ja zu draußen. Du spielst erstmal das, worauf du Bock hast. Und danach richten wir ein anderes Stream. Wirst du auch nicht. Nee, okay. Dann ignorierst du das genauso wie ich. Und, ja, ich glaube, man muss sich auch erstmal eingrooven. Ne? Das habe ich jetzt auch erstmal in den Vordergrund gestellt. Dass ich einfach Spaß beim Spielen, Spaß beim Quatschen, dass ich einfach meine Technik vielleicht auch beherrsche. Das sind so die Sachen, die ich erstmal abgrasen wollte. Und ja. So, wir benutzen ein Amiibo für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Coole Nummer, kriegt Münzen und kriegt hier so ein Item, um die Energie wieder aufzufüllen. Das kann man nach jedem Level, also in jedem Abschnitt quasi machen, den man spielt. Ja, Punkt. ja, Kirby ist auf jeden Fall ein super Startspiel. Spyro ist bestimmt auch nicht verkehrt. Zumal das neue Spyro, solltest du es auf der Switch spielen, weiß ich ja nicht, aber gut, auf der PlayStation willst du es auch haben. das hat Sprachausgabe. Ich weiß gar nicht, ob das Original das hatte. Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Und das ist auch mega schön, ein mega schönes Spiel. Ich würde gerne dir zugucken, weil ich habe Spyro damals gespielt, habe das Remake heute nicht mehr so stark gespielt, nur so angespielt. Und daher würde ich das gut finden. Das würde ich sehr gerne bei dir gucken. Weil ich das wahrscheinlich auch so bald nicht spielen werde. Wäre aber auch eine Idee für meinen Stream tatsächlich. Aber nein, ich werde dir nicht die Ideen klauen. Spyro finde ich gut. Ich bin für Spyro. Und das dritte war auf der PS4. Naja, gut. Wenn die PS4 bei dir eh da ist, wie so bei mir, steht es ja im anderen Zimmer, da müsste ich mal umbauen. Ne, das ist so ein Ding, aber das Spiel ist, glaube ich, eh das gleiche. Sieht wahrscheinlich noch müh besser aus, würde ich behaupten. Na, guck mal, das haben wir gefunden. Das haben wir vorhin auch nicht gehabt. Jetzt muss ich nur mal gucken, was das dritte Spiel war, was du genannt hast. Die Schlümpfe. Ja, haben wir, glaube ich, vorhin drüber gesprochen. Schlümpfe, nicht auf der Switch. und auch das soll ja recht gut sein. Aber ich glaube, Spyro ist krasser. Ist auch ein Retro-Game, da könntest du auch eben ein Glück haben, dass der eine oder andere zugucken möchte, weil ich glaube, dass Leute auf Twitch das spielen, ist eher seltener. Deswegen. Das ist der erste Zug. Ne, das ist der zweite. Ich habe den ersten nämlich verpasst vorhin. Kann ich nochmal zurückgehen? Ist das möglich? Die Blumen habe ich nicht erblühen lassen. Ich versuche mal eben zurückzugehen, wie langweilig das ist, weil wenn ich schon mal hier bin, dann würde ich natürlich auch gerne das mit den Zügen schaffen. Das war nämlich ganz zu Anfang, glaube ich.
Ich kann mich erinnern, dass ich schon früher auf den Zug gestiegen bin als jetzt. In diesen zweiten habe ich nämlich nicht gesehen. Oder vorne waren wir schon. Es ist irgendwie so erleichternd, dass Kirby fliegen kann. Dadurch kann man ihn meistens vor den schlimmsten Situationen retten. Auch wenn man mal ein bisschen daneben greift. Nee, war noch kein Zug. Hier ging das Level los. Okay. Dachte, ich hätte schon vorher einen gesehen. Viele Fremde. Du meinst insgesamt oder heute? Und mit Fremde meinst du Leute, die ich nicht kenne, die bei mir zuschauen? Erst Magenta. Wer ist Magenta? Dein Herz schlägt am meisten für Schlümpfe. Generell oder was das Spiel betrifft? Ja, also mich hat das Spiel jetzt in erster Linie nicht so begeistert, was ich so gesehen habe. Ich muss auch nicht, weil ich habe so viele. Ich bin mit den Schlümpfen aufgewachsen einfach. Und ich habe schon auf dem Super Nintendo so viel Schlumpfzeug gespielt. Und genau wie Asterix liebe ich genauso. Aber muss ja auch klar sagen, das hat sich irgendwie abgelebt, so ein bisschen. Deswegen habe ich die Schlümpfe erstmal ignoriert. Und da ja Switch meine Go-To-Konsole ist und dann klar war, dass das auf der Switch schlecht ist, von der Qualität her und dass es laggt und so weiter und so fort, da habe ich dann das Thema Schlümpfe endgültig für beendet erklärt. Aber ich würde es tatsächlich auch gerne sehen, weil das ja, wie gesagt, auch ein bisschen gehypt wurde. Gibt es ja auch eine Special Edition, weil ich weiß nicht, wie die Special Edition holen. Ist das so der Plan oder gibt es die überhaupt noch? Asterix Obelix XXL könnte man das ja auch spielen. Das ist ja auch ein Spiel, was es recht günstig gibt und was Leute gerne spielen. Ja, kannst du ja aussuchen. Ich bin bei Spyro und bei den Schlümpfen dabei. Die Frage, brauche ich den Hammer? Brauche ich ihn nicht? Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal hier rüber. Ach, da ist der zweite Zug. Nee, dann habe ich den. Okay. Dann haben wir die beiden Züge. Dann wisst ihr jetzt auch, wo sie sind, wenn ihr es spielt. Na, Franzi, merken, bis du dann dran bist. Keine Special Edition. Viele Fremde allgemein. Ich habe, seitdem ich hier bin, ich glaube, 5 oder 6 Abos bekommen. Follows heißt es ja hier. Und das waren dann auch die Fremden. Der Branner ist ja mal reingeradet. Und da hat er mir 2, 3 mitgebracht, die ich noch nicht kannte, wo ich jetzt auch mal wieder reinschaue. Das ist ganz schön. Und heute gab es 2 neue. Eine habe ich verschreckt, weil ich mich nicht positiv über Pokémon geäußert habe, scheinbar. Ich hatte noch keinen Hater hier. Also an alle Hater, wenn ihr das Video auf dem Nachgang guckt oder so und ihr mich doof findet, ich warte auf euch noch. Ich dachte eigentlich, die Hater sammeln sich als erstes. Ich habe auch bestimmte Hater schon erwartet. Man bringt ja aus seinem YouTube-Vorleben auch noch Hater mit. Nein, 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 Kirby, Kirby, Kirby. genau, also keine Ahnung, 5, 6, 7, vielleicht so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall immer mal wieder und das finde ich ganz schön. Vor allen Dingen, wenn man so gar nicht weiß, wo derjenige herkommt. Das ist tatsächlich erstmal ein komisches Gefühl, weil man ist ja wirklich jetzt am Anfang gewohnt, dass die Arbeitskollegen Lust haben zu gucken, was macht der da eigentlich jetzt. Und ja, und natürlich die Leute, die man dann eben aus YouTube und so schon kennt. Der Shinespark gehört ja auch dazu, der sich regelmäßig einschaltet, aber zockt jetzt gerade selber ein Spiel. Ja. Genau. Hater, dann heulst du. Nee, du, also ich glaube, auf Twitch sind die noch üblicher als auf anderen Plattformen. Und auf Twitch ist es auch unmittelbarer, ne? Und das macht, das ist natürlich für die Hater eine schöne Sache. Weil du kannst ihnen nicht entkommen. gut, du kannst sie bannen und so, das geht natürlich alles, aber ja. Und normalerweise haben die Leute ja recht viele Hater, vielleicht kommt es auch erst, wenn man größer ist, weiß ich nicht so genau. Aber ich hatte noch keinen und ich fühle mich immer so ein bisschen geehrt, wenn... Also Hater sind ja die Leute... Alles schmeckt besser aus der Mario-Tasse. Hater sind ja die Leute, die dich voll doof finden angeblich, aber dich genug hassen, um trotzdem einzuschalten und bei die Quote zu machen. von daher, ja,
Hater, ne? Interessantes Thema, auch immer wieder, finde ich. Nee, also tatsächlich, glaube ich, bist du generell im Internet falsch aufgehoben, wenn du da so Social Media machst und so, wenn du mit Hater nicht umgehen möchtest, weil, ja. Ich denke, dass das nicht vermeidbar ist und dass es dazugehört und dass man ein dickes Fell für braucht. Du hast noch nie Hater auf Twitch getroffen. Oh, oh, okay. Krass. Nee, ist tatsächlich ganz üblich und auf Twitch ganz schlimm wohl. Aber es mag auch wieder was mit der Größe zu tun haben. Ich gucke tatsächlich auch nicht die größten Twitcher, ne? Also so, keine Ahnung, Gronkh oder so, gucke ich tatsächlich nicht wirklich. Das ist ja immer, das ist mir zu viel Trubel auch einfach. Und auch bei Unge und weiß nicht, wen es noch so gibt. Die gucke ich alle nicht wirklich. Bei mir sind die Twitcher alle ein bisschen kleiner. Und ja, deswegen kriege ich die auch nicht so zu Gesicht. Ich wollte nur das Loch rein. Genau. Und ich glaube, da ist eher die treue Gemeinschaft. Und wenn dann Mandova da ist, dann wird derjenige gleich aussortiert, glaube ich. Da ist dann die Gemeinschaft stärker, glaube ich. Und bei den anderen ist es ja anders, ne? Da hinten war ich übrigens schon, deswegen geht er jetzt nicht hin. Nicht wundern. Ich war in dem Level ja schon mal. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwo noch eine Waddle Dee gefunden habe. Ich habe nur das blöde Ding mit den Zügen gemacht. Wo sind die Waddle Dees denn? Hier hinter? Nicht hier hinter? Nee. Schade. Wenn sie jetzt hier an den blöden Waddle Dees hängen, ne? Frage ist auch gerade, ich weiß gar nicht, ob ich die Waddle Dees aus dem Gebiet brauche. Ach, das bringt mir aber ein Waddle Dee. Auf zwei Züge geklettert sein, findet zwei geheime Wege. Sieh nach, was sich im Frachtcontainer befindet. Oh, okay. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn ich... Oh, die Laterne, cool. Wenn ich dafür ein Waddle Dee bekommen hätte, dann lohnt sich natürlich auch die kleinen Erfolge. Ja. Na ja, mal schauen. Ich rechne mit dem ersten Hater. Ich würde mich auch irgendwie ein bisschen freuen über den ersten Hater. Ich finde der Hater auch irgendwie mal lustig, ne? Muss man ja auch dazu sagen. So. Jetzt gucken wir mal, wie viele Waddle Dees ich habe. 21, okay. Also ich kriege für die Erfolge, kriege ich dann dementsprechend auch einen. Was habe ich denn hier bei der Brücke mit der Schlacht oben sowieso? Entferne 4 gesucht. Poster und versteckte Waddle Dees finden. Das machen wir nochmal, weil eigentlich waren das ja nur Endgegner ohne Brücke. Und da müssen die Verstecke ja leichter sein. Ich bin auch im Lostopf bei Infected. Ja, da muss ich auch zuschauen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Wann streamt der denn? 19 Uhr oder wann war das? Da muss ich auf jeden Fall auch einschalten und mal gucken. Drückt die Daumen. Ich habe gar nicht bewusst bei dem Gewinnspiel mitgemacht, um ehrlich zu sein. Meinst du, ich kann das? Ja, also schön finde ich es auch nicht, weil man ist ja vom Spaß hier, man ist ja da, weil man ja sich ja freut, wenn man Anerkennung bekommt. Und weil man ja auch vielleicht, so wie ich jetzt mit der Selbstständigkeit, damit was erreichen möchte. Aber, wie gesagt, Hater, ne, sind ja eigentlich Menschen, die irgendeine andere Aufmerksamkeit gerne haben möchten. Und, ja. Da ist ein Loch. Ach, guck mal. So ein Blödsinn habe ich nicht gesehen beim ersten Mal. Das ist ja entsetzlich. Dafür brauche ich dann auch das Schwert. Ein Waddle Dee. Na, es geht doch mit mir. Ja, kann ich machen. Ich kann ja immer so tun, als ob er es nett meint. Im Endeffekt meint er es nett. Das Komische ist ja, der Hater möchte ja was Negatives bewirken, weil er dich irgendwie doof findet. Aber er sorgt ja in Twitch für Einschaltquote, er sorgt bei YouTube für Einschaltquote. Im besten Falle hinterlässt er dir auch noch einen Kommentar. Ich muss ehrlich sagen, ich habe tatsächlich ja kein Verständnis dafür, warum so Leute so intensiv
die Zeit aufwenden, da reingucken und dann eben noch einen Kommentar hinterlassen und so einen Scherz. Das ist ja, finde ich, tatsächlich ein bisschen seltsam. Aber gut. Von daher, im Endeffekt meint er es nett, weil er macht was Nettes. Featuret dich. Obwohl er eigentlich Hass verbreiten möchte. Also von daher, insofern er nicht andere mit reinzieht, geht das. Übrigens, es sind, glaube ich, generell die gelevelten Waffen, dass das hier alles ein bisschen besser funktioniert. Das Schwert habe ich auch schon auf Level 3 hier. Bei Kirby und, nein, nein, nein! Das hast du schön gemacht. Ich mag die Batterien ja sehr gerne. Aber ich mach das. Wenn der erste Hater in Twitch-Stream kommt, ich behandle den, als ob er der König des Chats ist. Das ist eine richtig gute Idee, Franzi. Das wäre auch eine Strategie für dich. Na, wenn du nicht so gerne Hater hast. Okay, also hier gibt es jetzt einfach bei jeder Brücke ein Loch und das ist... That's the trick. Ich fühle mich jetzt ein bisschen doof gerade, um ehrlich zu sein. Aber the trick ist tatsächlich, die Fähigkeiten anzunehmen, die... man bekommt. Ah. Naja, ich habe genug. Ich habe noch nicht alle, aber ich habe genug Waddle-Dees. Das ist ja schon mal was. Okay, ich komme ja nicht raus mit der Venting Machine. Ich dachte eigentlich im Trailer mal gesehen zu haben, dass es Eis ist, aber gut. Du musst mal beim Branner reingucken und wirst gleich schlafen. Ja, grüß den Michael bitte ganz, ganz lieb von mir. Ich finde es voll schade, dass wir mal gleichzeitig streamen. Ich bin auch ein bisschen schuld, aber wir haben beide unseren Ersatzstream jetzt. Grüß ihn ganz lieb. Vielleicht mag er auch gleich noch bei mir vorbeischauen. Vielen Dank. Wir bleiben sicherlich in Kontakt, nehme ich an. Und ich wünsche dir eine gute Nacht gleich und schön, dass du da warst. Danke, Franzi. Bescheuerte Fähigkeit, die ich haben kann hier bei dem Gegner. Das kann ich auch. Also zumindest kann er mir nichts, aber es dauert auch ewig lange. Und die Fähigkeit habe ich nicht so skillt, wie man vielleicht merkt. Denn das braucht bei ihm auch ein bisschen länger. Ja, tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen langweilig ist, aber das Wirbeln sieht ja irgendwie schön aus, ne? Oder? Danke, Franzi. Mach's gut. Oh, da haut er mich um. Er wirbelt stärker als ich. Okay. So, jetzt habe ich ihn aber. Gut Ding will Sturm haben und so. So, Hämmerchen nehmen, brauche ich im nächsten Zwischenlevel. Hämmerchen mag ich eh gerne. Da habe ich ja schon gesehen, was ich verpasst habe, dass ich den Hammer nicht genommen habe, als ich letztes Mal hier war. Da ist nämlich so Nieten in der Wand, beziehungsweise also ein Stopfel. Und den kriege ich natürlich nur mit der Mama rein. Und dadurch geht die Geheimtür auf. Okay. Vielen Dank, Münzen, dass ihr mir sagt, wo ich lang muss. So, jetzt nutze ich das Item, was ich vorhin gesammelt habe. Kriege zusätzliche KP und meine KP wieder aufgefüllt. Und da ich im anderen Level bin, kann ich den gleichen Amiibo einfach nochmal verwenden. Und ja, ich bin so jämmerlich, dass ich ein Amiibo brauche, um mir durchzukommen. Nee, das nicht, aber ich muss ja nicht unnötig sterben am besten noch. Ja, ich sterbe mit Körper. Zwei ist, glaube ich, zu wenig an Poster. Die sind, glaube ich, alle in den Leveln hier. Aber wurscht.
Zeitrennen. Ah. Das war ja cool mit dem versteckten Auto. Das gefällt mir. Naja, 4 von 5 Waddle-Dees. Theoretisch den einen. Oh, ich muss das Auto nicht mitnehmen. Theoretisch den einen kann ich jetzt auch noch finden. Der müsste dann im nächsten Endgegner zu finden sein. Es sei denn, der ist ganz böse versteckt. Den habe ich schon da unten. Aua. Nein, nein, Kirby. Nein, nicht ins kalte Wasser. Du blöd, Mann. Nee, das war's schon, ne? Ach nee. Okay, kommt dann vielleicht auch noch eine Mauer, wo ich was reißen kann. Das war ja hier der ganz fiese Möb. Ich erinnere mich. Nicht mit dem blöden Hammer. Aua. So finde ich gut. Immer beide gleichzeitig vermöbeln. So ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, wenn zwei Gegner da sind, muss ich sie gleichzeitig umnatzen. Weil bei WoW war das mal so. Da musste man immer den einen Boss gleichzeitig mit dem anderen. Also es waren so ein Doppelboss, Bruder, Schwester oder so. Und da muss man die immer gleichzeitig vermöbeln. Oder die gleichzeitig fallen. Kennt ihr solche Gegner bei MMOs? So, das war's mit den beiden. Da muss ich wohl oder übel die Eisfähigkeit nehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir damit was reißen können hier am Ende noch. Aber genug Waddle-Dees dürfen wir eigentlich haben. Das hatten wir schon. Den hatten wir, glaube ich, auch schon. Das kann doch nicht sein. Hier muss doch noch irgendwas sein. Hier irgendwie dahinter oder so. Nicht zu dem Käfig. Nein, nein. Ah, schade. Ich hätte gerne den 5. versteckten Waddle Dee auch noch bekommen. Das sind genug Waddle Dees für besiege Doppel, wilder Eisbär, ohne getroffen zu werden. Ach du Schande. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, kann ich euch sagen. Da gibt es bestimmt eine Fähigkeit, mit der es funktioniert, aber das ist eine Herausforderung. Aber wir haben genug Waddle Dees für den Endgegner, damit ich noch mehr rumnuben kann hier. Vor Endgegnern habe ich an jedem Spiel Respekt. Bei Kirby Star Allies war das falsch. Aber bei... oh, jetzt klappt das. Super, jetzt können wir den Ball einrennen. Aber die letzten Gegner, also die bei Kirby Star Allies, ist der Endbosskampf, glaube ich, ein 4- oder 5-facher Endbosskampf. Es gibt 3 Endbosse und der dritte hat, glaube ich, 4 oder 5 Phasen. Das ist so übertrieben. Und dann auch entsprechend schwerer halt. Ne? Aber gut. Betritt des Bestien... Nee, Auftritt des Bestienkönigs. Ich bin gespannt. Bestienkönig klingt böse. Angst. Ich hätte gerne noch vorher eine Impfung hier. Darf ich Impfung sagen oder ist das dann ketzerisch? Dann schnappe ich mir eine neue. Man weiß ja nie. Und Münzen kann man immer gebrauchen. Noppensteine. Grüße an alle Bluebricks-Fans. Und ich habe hier die Daddle-Fähigkeit. Ich hoffe, beim Endboss kriegt man ja meistens eine Auswahl noch an Fähigkeiten. Okay, ich hätte gar nicht das Item nehmen müssen. Ja genau, da oben gibt es eine Item-Auswahl. Und die Kulisse ist ja geil. Ich habe die Auswahl zwischen 4 Fähigkeiten. Was ist das denn hier? Ach, das ist hier so ein Boomerang, okay. Nee, ich nehme meine Lieblingsfähigkeit natürlich, die auch voll ausgeskillt ist. Und das wird jetzt bestimmt so ein riesiger Fuchs sein oder so. Ah, der Palast ist ganz fantastisch. Den finde ich ja mega schön, wie aus einem Rollenspiel. Also eine Kirche oder sowas ist das ja, ne?
Ist das jetzt König DDD? Ist es wahr? Sind die Waddle Dees nicht eigentlich seine Untertanen? Das ist doch König DDD. Aber hallo, ist das König DDD? Ein Amiibo, den ich eigentlich noch brauche. Königlicher Erzfeind, König DDD. Immer und immer und immer wieder. Er ist der Bestienkönig. Da holt er gleich noch den Bestienkönig. Ist der nicht eigentlich immer der absolute Endgegner? Habe ich die richtige Fähigkeit bekommen, glaube ich. Du Pretzel, mein Freund. Der Hammer macht mir gar nichts. Ich hätte damit jetzt alles in meinem Umfeld umgehauen. Da geht die Franzi hier kurz vorm absoluten Endbosskampf. Weg. Autsch. Autsch. Fähigkeit. Er ist schon ein bisschen aufregend, der Gute. Oh, nein. Das war's. Immer dieses epische 3-4 Bilder Stockverfahren hier. Ach ja, und da ist der kleine Waddle Dee, den er gerade gehen lassen hat. Besiege den Bloss ohne zu blocken. Ah, das war geplant. Auch innerhalb von 1,30 wollte ich ihn besiegen. Also lohnt sich hier echt, diese Skills hochzubringen, ne? Also wenn ihr euch am Anfang wundert, ob das Sinn macht, die Waffen zu skillen, es macht Sinn. Er wacht wieder auf. Okay. Verschlucke König DDD Summer. Ach, das geht. Besiege den Boss ohne zu blocken und innerhalb von 1,30. Okay. Ich wollte ihn ja ganz entflammen, aber nein, das Spiel ließ es ja nicht zu. Der DDD ist so süß, warum ist er eigentlich immer so böse? Jetzt ist unsere Gefährte weg. Ist das jetzt schon der Weg zum Finale, ernsthaft? Gibt es gar keine Welt 6 mehr, die ich angekündigt habe im Streamplan? Oh, da gibt es noch ein Bonuslevel, cool. Und eine Wüste, okay. Direkt nach dem Eis kommt die Wüste. Originis Wüste. Die Wüste der Herkunft. Elfilin wurde vom König DDD entführt. Erkunde das nächste Gebiet und rette Elfilin. Naja, das scheint ja wirklich das letzte Gebiet zu sein, so wie das aussieht. Wir machen aber natürlich erstmal noch das Bonuslevel. Das lassen wir uns nicht nehmen, ne? Winterkuppel. Genau, das haben wir gemacht. Und das war neu. Das ist erledigt. Und das ist geschlossen. Ohne Brems Kugelblitz keine Competition. Schade. Dann machen wir es wie letzte Mal. Wir gucken uns auf jeden Fall. Das ging jetzt schnell heute, ne? Wir haben ja gerade erst 22 Uhr. Normalerweise schon 20:30 oder so. Ich würde sagen, wir gucken uns auf jeden Fall das erste Level der Wüste noch an, dass wir uns einen Eindruck verschaffen. Dann gucken wir nochmal, was wir so für Upgrades bekommen und Figuren aus dem Automaten und so weiter. Können wir jetzt einmal machen. Wir können einmal zurück zur Waddle Dee-Stadt. Übrigens die Befürchtung, dass Donnerstagabend nicht so der beste Zeitpunkt ist zum Streamen. Sind nicht ganz so viele da, nicht ganz so viele redselig. Schatzi ist die ganze Zeit im Abgrund. Aber auch nicht schlimm, kann ich mir mal ein bisschen auf das Spiel konzentrieren, ist ja auch mal was.
und mich die ganze Zeit blöd kommentieren, da bin ich ja für gemacht. So, schauen wir mal, was es hier gibt. Zack. In meiner imaginären Tasche habe ich dir was mitgebracht. Ich habe viele neue Blaupausen, stimmt. Ich habe ein bisschen was gefunden auf dem Weg. Durch mein Backtracking vorhin. Oh, das Bombenlevel geht noch ein Level höher. Krass, das ist schon das dritte, glaube ich. Eis, ja. Okay. Und hier der Kugelblitz auch. Ich glaube, ich mache mal Eis. Die Elemente zu haben ist immer gut. Obwohl, Moment. 800. Nee, machen wir erstmal die Sucherbombe. Sucherbombe klingt ja für mich so, als ob die ihr Ziel sucht. Das wäre ja schon mal was. Hier so ein bisschen noch den Fernseher wegbewege. Kann ich ja gerade mal ausprobieren. Dann klappt das auch noch. Das Mikrofon kann ich sogar noch hierhin bewegen. Der Hammer. Ich muss ja noch mal eine ideale Position im Raum finden, aber ich bin hier schon fast an der Vitrine dran. Deswegen. Nichtsdestotrotz, es klappt gut. So. Maulwurf haben wir noch. Eis wollte ich als nächstes. Habe ich da noch genug Kohle für? Ja, 500, das war genau die richtige Entscheidung. Und für alle, Leveln ist wichtig in diesem Spiel. Sag ich sonst nur über RPGs. So, Eisbär-Eis. Oh, das kann ich durch die Gegend schießen. Das ist ja süß. Ja, wir nehmen mal die neue Bombe mit. Nach Feuer ist die Bombe auf jeden Fall mein Highlight. Die Sucherbombe, die probieren wir mal aus jetzt direkt. Geil. Und sonst irrt sie umher. Okay. Sucherbombe finde ich gut. Jetzt habe ich kein Geld mehr übrig für Naschereien am Automaten. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. Was ist mit dir hier? Also das ist mein zweiter Player, ne? Ne, den will ich nicht. Jetzt ist Elfili nicht mehr bei mir. Voll traurig. So, Dille. Die wüste Wiege des Lebens. Ich bin gespannt auf der verbotenen Insel. Das sieht böse aus hier. Where to go? Ah, okay. Just forward. Da ist gleich was. Bömpchen, such den Gegner. Wo ist er denn? Geil. Das mag ich. Sieht ja ganz schön böse aus. Okay, ich kann auch nur eine Sucherbombe werfen. Und wenn sie beschossen wird, dann ist das doof. Dann wird sie abgefangen. Fair enough. Die Schlange sah cool aus, muss ich ja mal sagen. Ich mag sowieso die neuen Gegnertypen. Ich glaube, hier sind einige Gegnertypen drin, die es vorher noch nicht gab. Sucherbombe for the win, Leute. Ehrlich. Bester Skill. Ja, es sei denn, man braucht hier schießen, dann nicht der beste Skill. Aber so ein Schießhain, den kann ich mir da oben schnappen. Sehr tricky hier. Ich weiß gar nicht, ob das auf Zeit war, aber macht den Anschein.
Zumindest wollte ich auch nur sicher gehen. Cool. Das war auch cool. Jetzt gehen wir hier rüber und holen uns das, was wir für den Schießhaini brauchten. Eine Münze. Toll. Trifft drei fliegende Ziele. Okay. Ich glaube, da vorne ist noch was. Bevor wir jetzt hier einfach nach links weiter latschen, machen wir hier vorne weiter. Denn das ist, glaube ich, der Geheimweg. Zumindest gibt es ja endlich auch nicht schon wieder die. Na, jetzt muss ich aber sagen, die Gegnerwiederverwertung im Laufe des Spiels finde ich tatsächlich nicht so gelungen. Also, sie haben sich viele neue einfallen lassen. Und das finde ich auch durchaus schön. Aber ich kämpfe ungefähr das siebte Mal gegen den Schwanenmädel hier. Vielleicht ist es auch nur das fünfte Mal, aber es ist nicht schön. Ich schätze, wenn du aus dem Abgrund raus bist, dann kannst du dich ja mal wieder bei mir melden. Bitte melde dich. Von dem Sturm kriegt sie mich ja immer, ne? Fähigkeit will ich eigentlich nicht. Das Eis nehme ich. Zumal wir Leben brauchen. Und da oben ist noch ein Gefängnis. Kristall-Igel-Blaupause. Das ist immer noch nicht das, was ich für die Level nehmen, also für die versteckten Level brauche. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Was genau brauche ich denn hier, um die Tür da zu öffnen? Wahrscheinlich die Fähigkeit, wenn die noch hier so fest verankert rumliegt. Da hoch komme ich auch nicht mal. Aber warte mal, wenn ich hier hoch fliege und dann... Nee. Ich komme da nicht hoch, okay. Ich möchte den Waddle Dee aber sehr gerne retten. Da geht es weiter im Level. Habt ihr irgendwas gesehen, was ich jetzt verpasst habe? Ah, schade. Ich bin gerade im Rätsel, das muss ja irgendwas hier sein, was mich dahin bringt. Okay, wo gekommen bin ich jetzt hier schon mal? Hier ist, glaube ich, Level End. Hier komme ich nicht hin. Es ist so schade. Wahrscheinlich wäre das jetzt der fünfte Kristall gewesen und dann wäre es aufgegangen. Das vermute ich mal. Du wolltest noch mal stalken. Das ist schön. Hi, Franzi. Du hast gerade voll den großen Endbosskampf gegen König DDD verpasst. Wirklich, als du gerade gegangen bist. Der Endgegner halt, ne? Ging die Tore ja auf. Und, ja, er hat Elfilin entführt und der Kampf war ganz cool tatsächlich und ich habe irgendeinen Zeitrekord gebrochen, was überhaupt nicht so angedacht war. Da ist er tatsächlich was, ich wurde gefressen. Na toll, ja. Aber kannst du natürlich als Twitch-Highlight nachgucken, also ich werde König DDD definitiv als einzelnes Highlight auch extrahieren. Ja, und auf YouTube landet es auch früher oder später. Von daher. Und du wirst es vielleicht auch selber irgendwann noch spielen, ne? Deswegen. Ja, toll. Brauche ich wieder hier so ein Heini. Aber erstmal brauche ich die Windfähigkeit. Ah, da ist noch ein Kristall. Okay. Ja, vielleicht kriege ich ja den dann doch noch. Und außerdem habe ich gerade so ein kleines Viech. Ein kleines Viechlein gefunden und Waddle Dee. Aber ich komme nicht an ihn ran und ich glaube, es liegt an den Kristallen. Genau, wir sind jetzt in der Wüste, denn wir müssen Elfilin retten und
Das ist auf der verbotenen Insel in der Wüste. Ja, so ist das. Besiege den zurückgelassenen Squishy. Ja, war auch völlige Absicht. Grüße vom Brander zurück, schön. Ist es ja, also die Open World, in Anführungsstrichen ist ja keine Open World, aber die Welt ist schon opener als vorher. Es zahlt sich gerade aus, die Fähigkeiten geskillt zu haben, tatsächlich. Böse Viecher sind hier auch. Also ich glaube auch, es ist langsam Endgame, um ehrlich zu sein, da ja Waddle Dee schon aufgetreten ist. Waddle Dee ist ja eigentlich immer der absolute Endgegner. Jetzt ist er nochmal abgehauen, aber wir werden ihn am Ende des Levels finden, denke ich. Und wenn wir ihn dann gefunden haben, dann wird das Spiel vorbei sein, so traurig das ist. Die Schlangen sind so cool. Die sind optisch so geil. Das sind übrigens Momente, wo die Grafik von dem Spiel echt brilliert, ne? Ich wollte gerne an die Truhe. Ah, war schon eine Idee wie. Aha. Nee, dann würde mein Streamplan nicht stimmen tatsächlich, weil es dann wahrscheinlich keine Welt 6 gibt. Beziehungsweise doch, das hier ist ja jetzt die Welt 6, glaube ich. Ah. Bin beruhigt, dass ich ein kleines doch holen kann. Genau, aber auf jeden Fall wird es nicht viel mehr Welten geben, sagen wir es mal so. Aber ich, wenn das Spiel jetzt wirklich bald schon vorbei ist, und das habe ich ja schon munkeln gehört, dass es nicht ganz so lang ist, dann würde ich tatsächlich hier nochmal Backtracking machen und ein paar Sachen suchen, weil mir das auch vorhin echt Freude gemacht hat, noch ein paar Waddle Dees zu suchen und dass die Erfolge auch Waddle Dees bringen. Ja, aber von daher, das Spiel macht mir so viel Spaß, dass ich noch ein bisschen weiterspielen würde. Das ist auch der erste, okay. Musik ist also eine Mischung hier aus Endgame und Wüste. So, war es das jetzt hier? Habe ich noch irgendwas verpasst? Bevor ich jetzt einfach wieder abhaue. Und da. Nein! 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 Ii, das ist eklige Pampe. Nicht nur bei Mario. Okay. Ich glaube, das war's. Die eklige Pampe hat mich abgeschreckt. Ja, gar nicht mehr. Das habe ich jetzt inhaltlich nicht verstanden. Heute ist übrigens ein mega ruhiger Abend. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Donnerstag kein guter Zeitpunkt zum Streamen ist. So mitten in der Woche, kurz vorm Ziel. Oder ich bin zu langweilig, eins von beiden. Aber ist nicht schlimm. Habe ich gerade schon gesagt, kann ich mich mal ein bisschen mehr auf das Spiel an sich konzentrieren. Und mir selbst blöde Kommentare geben, das macht ja auch Spaß. Oh, brauche ich jetzt die Feuerfähigkeit? Moment. Die nehme ich sowieso lieber als alles andere. Kannst du mir mal sagen, was du mit ja gar nicht mehr meinst? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das Traurigste ist übrigens, es traut sich niemand auf die Streamcouch. Komme ich wieder nicht ran. Oh. Da brauche ich doch wieder den Sturm. Diese Sturmfähigkeit. Ah, ja. Natürlich. Ich würde sagen, das ist ja maroder Bau her. Auf den Satz vorher. Mit dem Streamplan, ja. Ja, mein Gott. Huch. Oh. Völlige Absicht. Ah, ich dachte, ich puste den mal an. Ist auch sehr logisch, dass wenn ich nicht von hier anpuste, dass er auf mich drauf fällt. Aber das ist jetzt kein realistisches Spiel. Von daher ist es nicht so schlimm. So, und da gibt es wieder Bonbons. Überraschungsei. Ja, wenn der Streamplan nicht stimmt, ich habe ja die Vorlage, ich kann die dann auch ändern. Ist ja nicht das Problem. So, stürzt er jetzt auch auf mich, wenn ich ihn anpuste. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Der fällt freiwillig, okay. Der wieder nicht, ne? Der hat nämlich so einen Crack im Boden. Zack. Zusatzlevel. Langsam werde ich zum Pro hier.
Genau, Franzi schaut mir noch aus dem Bett zu. Ich glaube, diese Wochenmüdigkeit, die stellt sich hier allgemein ein. Das ist, ich glaube, das Wochenende ist halt viel cooler zum Streamen. Ich muss aber überlegen, sonst nochmal, dass das ja Sonntag nochmal werden wird. Mal schauen. So, da muss ich den Sandhaufen wegmachen, um da zu flüchten. Das Spiel macht so viel Freude. Du bist jetzt dem Discord beigetreten. Bist du auch auf der Stream-Couch oder bist du nur beigetreten? Du bist nur beigetreten, ne? Freue mich aber. Schön. Ich winke dir auch zurück. Herzlich willkommen. Auf das, im leeren Discord, wo auch nochmal Inhalte reinkommen. Und dann kennst du jetzt den direkten Weg zur Stream-Couch. Das freut mich. Also so kommt man da zum Beispiel auch hin. Da unten ist die Stream-Couch, aber... Nee, bald. Alles gut. Alles gut. Ich will ja niemanden zwingen. Kommt auf die Stream-Couch! Nein, alles gut. Alles schick. Ist ja auch nur, wenn einer redselig ist, viel zu erzählen hat und keine Lust auf die Tipperei hat, dann ist das halt genau das Richtige. So, Schlangi, du stehst da ungünstig, denn die Dinger hier, die möchten auch runterkommen, das habe ich mir gedacht. Okay. So, aber meistens ist ja hier noch irgendwie was. Höre ich nicht hier sogar noch ein Model D? Oder sind das die oben? Das sind die oben, glaube ich. Das wird dann auch jetzt hier das letzte Level gewesen sein, was wir spielen für diesen Tag, weil ein Level gucken wir uns mal noch an. Lustig ist, das sieht so ein bisschen nach Las Vegas aus, oder Ägypten meinetwegen auch noch. Und bei Horizon gehe ich jetzt demnächst auch nach Las Vegas, ohne zu viel spoilern zu wollen. Die Idee ist cool. Ja, danke. Gibt's auch nicht so viel, ne? Gibt's, glaube ich, nicht so viel. Würde ich bei den größeren kleinen Streamern auch toll finden. Ich muss mal eben mein Getränk wechseln. Entschuldigung. Würde mir da auch großen Spaß machen. Die Waddle Dees sehen immer so traurig aus, wenn sie im Gefängnis sind. Ja, also der Retro Paradise hat sich ja schon mal verleiten lassen, da reinzukommen. Die Jessie wurde angefragt von dem einen oder anderen, dass sie da mal rein soll. Das ist bestimmt auch spaßig, wenn Jessie reinkommt. Der Andi, der macht das bestimmt auch nochmal. Der guckt ja hier heimlich zu. Ja, von daher, das wird schon noch. Jetzt fliegen wir nochmal zurück nach Waddle Dee Town und gucken nochmal, was da los ist. Wenn das Ende allerdings bald da ist, dann wundere ich mich, weil tatsächlich gibt es ja hier noch die Stadt auszubauen und noch so ein Kolosseum, wo ich letztes Mal gegen die Meta Knight gekämpft habe. Und ich dachte eigentlich, dass öfter Gegner noch herkommen. Und Rift kommt. Und wenn das Rift frei ist, spielen wir es noch, okay? Da habe ich schon noch Lust drauf. Kolossales Schwertschatz. Kolossaler Schwertschatz. Wie ihn will gelernt sein. Franzi, wie gefällt dir denn das Spiel bisher, was du so siehst? Was auch vorher vielleicht schon gesehen hast, aber jetzt insbesondere. Kommt her, ich verwirbel euch alle. Ah, Mist, mit dem starken Schlag wird das nix. Und wie in den alten Spielen. Yeah. Und kannst du es dir nicht für deinen ersten Stream vorstellen? Ich weiß, du lieber auch mit den anderen Spielen, aber das ist wirklich nice, ne? Geht's ja hier rund. Wie der Gegner gebackt hat. Ja, ach du. Das Kind von einer Freundin von mir hat das Spiel auch gespielt. Der durfte an einigen Tagen mal ein bisschen länger spielen. Der ist noch klein. Ich glaube, aber noch älter als deiner. Und der hat das auch übelst schnell durchgesuchtet. Hat mir gleich einen zurückgegeben. Kann ich die eigentlich auseinanderhetzen, die beiden?
holst hier einfach mal beide um. Auch wenn ich mir ein bisschen am Leiden bin gerade. Kirby, beweg dich. Manchmal bewegt er sich auch einfach nicht, der Kleine. So ein bisschen Mario-mäßig hier. Also dieses große Schwert ist auch wirklich schwer, ne? Also man merkt wirklich, dass Kirby dadurch schwerer wird, weil das Schwert einfach so heftig schwer ist. Naja. Gefallen PS-Spiele mittlerweile besser. Also wenn ich jetzt an Ryzen denke zum Beispiel, mir auch. wenn ich an Final Fantasy VII Remake denke, bin ich auch dabei. Aber im Herzen bin ich halt kleiner Nintendo-Fanboy. Beginnt damit, dass ich die Buntheit dieser Spiele einfach schön finde. Und dass sie sich selber auch meistens nicht so ernst nehmen. Also Kirby, Luigi's Mansion, Mario, Zelda, die machen mir halt großen Spaß einfach, ne? Und das ist, ja, da fühle ich mich halt wohl mit solchen Spielen. Was mir auch sehr gut bei Nintendo gefällt, ist halt die Ideenvielfalt. Die ist halt ungeschlagen. Also Horizon hat ja auch viele gute Ideen, aber es ist tatsächlich, auch wenn es schon gut ist, noch lange nicht auf Zelda-Niveau. Ja, und die Spiele von der PlayStation sind ganz cool und episch und haben was, aber sind halt eben für Erwachsene irgendwie. Sind so eine Erwachsenenkonsole. Und da begeistere ich mich nicht so sehr viel wie für den Kinderquatsch. Das gefällt mir mehr. Aber da gibt es ja schon auch viele Schätzchen, die mir großen Spaß machen. Und was ist das mit Nintendo, was für dich problematisch ist? Also seit 2020, gerade seit Corona, sind ja unfassbar viele wirklich gute Titel rausgekommen. Auch einige so mittelmäßig bis schlechte, aber Hashtag, nee, ich sag's nicht nochmal, sonst verliere ich wieder Leute. Schönen guten Abend, Herr Scheinsberg. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich brauche übrigens deinen Namen nochmal. Ich habe den immer noch vergessen und letztes Mal habe ich nicht gelesen. Ich habe gesehen, du zocktest gerade auch Nintendo Switch. Und einem Spiel, irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was du da gespielt hast. Ja, genau. Und Franzi, sag mir nochmal, was das ist seit 2020. Vor 2020 hast du den Großteil deiner Sammlung gekauft. Pass auf, ich recherchiere das mal zum nächsten Stream. Ich suche mir mal die Spiele raus, die seit 2020 rausgekommen sind. Und dann vergleichen wir mal. Ich sag nur, Animal Crossing kam da raus. Und Luigi's Mansion 3 war 2019, ne? Animal Crossing fällt mir erstmal ein. Die Zelda-Titel, die auch rausgekommen sind, wobei ich ja Skyward Sword auch nicht so toll fand. Ja, aber gut. Was erwartet uns denn jetzt im nächsten Stream? Hier noch gar nichts, okay. Sondern hier, auf der Suche nach der Oase erwartet uns hier als nächstes. Okay, wir gehen zurück zur Waddle-Dee-Stadt. Scheinspark, schön, dass du nochmal vorbeischaust auf jeden Fall. Sag uns nochmal, was du gerade gespielt hast. Und tatsächlich gehe ich jetzt nochmal in die Waddle-Dee-Stadt und bewahre mir die Welt, bei der wir jetzt sind, noch ein bisschen auf. Denn ich hatte gerade schon den Endgegnerkampf gehabt mit König DDD. Und ja, den habe ich dann auch besiegen können, aber der hat dann die Elfilin entführt. Jetzt sind wir auf der verbotenen Insel und ich befürchte, das ist das letzte Level tatsächlich. Gucken wir mal. Aber Backtracking werde ich auch noch so ein bisschen machen. Also wenn du noch ein bisschen zuschauen möchtest, dann lohnt sich das. Aber heute quatschen wir noch ein bisschen und gucken nochmal, was sich hier so in Kirby City machen lässt. Es gab schon ein paar nette Spiele, aber wenig epische. Keins, wo richtig viel Liebe drin steckte. War nicht Link's Awakening auch 2020? Und da war richtig viel Liebe drin. Das war ja ein absolutes Herzensspiel für mich auch. Kirby auf jeden Fall jetzt, ne? Ist ja auch ein ziemlich gutes Spiel, wie ich finde. Aber spontan fallen mir jetzt auch nicht wirklich viele ein. Ich müsste wirklich gucken nach Switch-Releases 2020. Können wir gleich vielleicht nochmal machen. Wenn du noch einen Moment bleibst, dann gucke ich nochmal gleich nach Switch-Releases 2020. Oh, hier habe ich nicht genug Kohle für. Und dann schauen wir mal. Kostet 800, habe ich auch noch nicht. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hier so ein Amiibo scanne? Wie viel Geld kriege ich da eigentlich? Nicht so viel, ne? Nee, das war nicht wirklich viel. 30 Münzen oder so. Gut, hier ist nichts mehr zu holen.
Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, ich glaube, das ist immer leicht gesagt. So, da kam nicht mal wirklich was Gutes raus. Sag ich auch mal schnell. Ich habe auch das Gefühl, dass vor 2020 mehr los war bei Nintendo. Aber man tut ganz vielen Spielen plötzlich ganz viel Unrecht, wenn man da mal genau drauf achtet. Ach, guck mal hier. Hier gibt es für verschiedene Waddle-Dee-Stufen noch Gebäude. Ja, dann lohnt sich das Sammeln ja noch. Und ein paar Waddle-Dees kommen ja auch noch, muss man ja auch mal sagen. Da steckt Kohle im Garten. Gibt's hier eigentlich neuen Gegner, Freunde? Willkommen im Kolosseum. Meta Knight Turnier. Nein, immer noch der blöde Meta Knight, den haben wir schon. Schade. Von daher, ich wäre sehr entsetzt, wenn das Spiel jetzt dann tatsächlich hier schon bald endet. Du hast gerade Switch gespielt und ich habe gesehen, dass du ein Spiel gespielt hast mit Mumm sowieso. Mumm, ich habe es vergessen, was du gespielt hast. Könnte ich jetzt wahrscheinlich nachgucken, ne? Du hast mich noch geaddet, weil du Mario Kart gefahren bist. Apropos Mario Kart. Save the date, Ostersonntag. Ich glaube, der 17. war es. Ostersonntag auf jeden Fall. 20 Uhr. Community Stream mit Branners Gute Stube zusammen. Fahren wir Mario Kart gegeneinander. Und da haben auch ein paar Leute Lust drauf schon. Ja, würde ich mich auch freuen, wenn du natürlich wieder dabei bist. Mushi. Moment. Mushi Himesama. Mushi Mehisama. Ja. Ich schätze, es ist ein japanisches Spiel, oder? Ich alter Fuchs, sag ich dir. So. Dann haben wir noch ein paar Sachen uns aus dem Auto. Sind die so günstig? Was kostet der Automat denn? 20 nur. Na komm, dann ziehen wir noch ein paar Dinger hier raus. Das ist auch ein Erfolg. Apropos Trophies. Franzi, du darfst dich freuen über Trophies in Twitch. Denn Twitch hat ein richtiges Achievement-System. Und das ist mega lustig. Macht mir echt Spaß. Zumal schon für Kleinigkeiten, so wie bei Nintendo auch, Trophies bekommt. Von daher. Sein klassisches Shoot'em-up, okay. Und was heißt Mushi-Himesama? Was heißt das? Weißt du das? Shoot'em-up wahrscheinlich auf Japanisch. Das reicht jetzt erstmal. Ja, dann gibt es hier wohl erstmal nichts mehr zu reißen. Wir können ja mal einmal online gehen und mal gucken, was der gute Herr zu bieten hat. Nämlich für die ganze Welt sichtbar steht hier. Sprich mit dem Waddle-Dee-Gelehrten. Ja, mach ich. Heißt Käferprinzessin. Okay, klingt auch ein bisschen so. Das ist die Gegnerin oder musst du die retten, die Käferprinzessin? Fährst du Mario Kart mit? Franzi, bist du noch da, dass sich das gleich lohnt, dass ich nochmal reingucken kann nach dem Spiel nach 2020? Die Blaupause zum Entwickeln von Tornado ist in der zweiten Hälfte von Wundaria Traumparade im Gebiet Wundaria Ruinen. Okay. Eine Autostopper-Torte ist schon etwas Feines, das denken wohl auch viele andere, wenn dieses Item wurde bereits 1 Million sowieso mal gegessen. Du hast auf diesen Abenteuer bisher 202-mal Objekte eingesaugt und weltweit wurden sogar insgesamt 563.958.778 mal Objekte eingesaugt. Das ist ja geil. Nee, danke. Ich dachte, ich kriege hier Geheimtipps oder sowas. Naja. Naja, ja, ja, ja. Gut. Dann gehen wir mal in den Just-Chatting-Modus wieder über. Von daher für die Shoot'em-Ups-Fans. Mushimimi Masami oder so, wie das Spiel heißt. Übrigens.